Auf einen Kaffee wird Ihnen präsentiert vom Hotel Alter Speicher und dem Galerierestaurant Thorn Ossen. Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir sind wieder im Hotel Alter Speicher und ich freue mich sehr über meinen Gast heute. Ich habe mir Vanessa eingeladen. Vanessa Kersting, MV Liebe. Ich finde es ja total schön, dass du so spontan konntest und Zeit gehabt hast. Sehr gerne, ich freue mich. Ja. Oder wir uns. Ja, ihr, ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur MV Liebe, fangen wir mal ein bisschen an. Das bist ja nicht nur, was heißt nur, das ist ausschließlich du, sondern ihr seid ein Team von wie vielen Leuten? Ja, mittlerweile sind wir zu viert. Mhm. Genau, ich vermute, da wird auch noch ein bisschen was kommen. Die Arbeit wird mehr, was uns sehr, sehr freut. Und genau, wir werden wachsen. Man hat ja jetzt, also zumindest ich in meinem Umfeld, höre immer wieder, Mensch, MV Liebe, meine Tüte ist heute angekommen, ich habe mich total gefreut. Und ich denke immer so, oh, was ist denn heute drinne? Frage ich mal meine Nachbarin, die lässt mich dann immer einmal gucken. Aber erzähl doch mal alle, die es nicht kennen, was ist MV Liebe? Ja, wir sind ein Online-Hofladen für Wismar und Umgebung. Wir bündeln regionale Lebensmittel, also Produkte, die in der Region hergestellt wurden, und liefern sie dann bis an die Haustür und haben thematisch 6 Tüten. Regio-Tüten nennen wir sie ganz liebevoll. Und thematisch kann da von Obst und Gemüse bis hin zum Sonntagsschmaus, wo alles für einen schönen Brunch für die ganze Familie mit drin ist. Euch gibt es ja jetzt am Markt, ich muss gerade mal überlegen, 9 Wochen, 10 Wochen? 10 Wochen, genau. 10 Wochen. Wir hatten jetzt unseren 9. Freitag. Stimmt, es ist ja bei euch immer so, dass ihr, hattest du mir im Vorgespräch erzählt, Donnerstag immer Rumfahrt, darüber reden wir auch gleich noch, und Freitag kann man die Tüten entweder abholen bei euch vor Ort, genau, oder ihr liefert eben. Und auch darüber reden wir gleich nochmal. Aber erstmal will ich am Anfang anfangen. Diese Idee, sowas zu machen, wie entsteht so eine Idee, wie kamt ihr drauf, Regio-Tüten anzubieten? Ein Hofladen, der digital ist. Ja, wie weit hole ich aus? Hol mal ganz aus, okay. Wir haben ein bisschen Zeit, also ich habe ein bisschen Zeit. Sehr schön. Genau, also ursprünglich war das so, dass ich immer mit meinem Fahrrad von Hofladen zu Hofladen getingelt bin und habe hier die Kartoffeln gekauft, dort die Eier und woanders den Käse und das Fleisch. Und habe das dann aber irgendwann in meinem Vollzeitjob nicht mehr geschafft, abzubilden. Und es war immer eher so ein Eventcharakter, das mal am Wochenende zu machen. Und irgendwann saß ich dann mit einem Bierchen beim TGZ und habe den Sonnenuntergang genossen und habe wieder lamentiert, dass es doch so ärgerlich ist, dass es keinen Regioladen gibt und dass nicht jemand das für mich übernimmt, die Produkte zu bündeln und ich eine Alternative habe, als es selber zu machen, also alle Produkte aus der Region gebündelt zu kaufen. Wie lange ist es her, dein Bier und das TGZ? April letzten Jahres, also April 2020. Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Ich hätte jetzt so gedacht, schon 2-3 Jahre, aber so schnell kann man dann eine Idee auch verwirklichen. Ja, weil dann hat mein Papa gesagt, Mensch, Vanessa, du kannst das doch selber, mach das doch einfach selber, bündel doch selber Lebensmittel. Und ja, mehr oder minder gesagt, getan. Dann haben wir bei einem Wettbewerb mitgemacht vom digitalen MV und haben da unsere Vision präsentiert. Und unsere große Vision, die auch nach wie vor noch besteht, sind Pop-up-Stores in Seekontainern, die wir ausgebaut haben und dann dort 24/7 an Pendlerrouten, also zum Beispiel zwischen Schwerin und Wismar, dann ein Seekontainer steht, wo man 24/7 mit einer Chipkarte oder mit einer App rein kann und dann alle Produkte findet, die in der Region gefertigt werden, und so kann man seine regional oder seine Grundversorgung regional gestalten. Das ist unsere große Vision. Mit der Vision konnten wir das digitale MV unterstützt vom Energieministerium überzeugen, haben den ersten Platz gemacht. Das haben wir, und da haben wir uns auch kennengelernt, ne? Innovation Port, war das nicht auch die, oder ist es verwechselt? Das, genau, das war dann ein halbes Jahr später. Ach Gott, genau. Okay, also das war das Energieministerium, was euch gefördert hat. Ja, und da haben wir dann gemerkt, alles klar, nicht nur wir finden die Idee gut, sondern es kommt auch schon mal sozusagen bei anderen Personen sozusagen gut an. Und haben dann uns eigentlich einen Schritt weiter bewegt und haben dann erstmal Produzenten angefragt. Das heißt, ich bin eigentlich den Sommer über
von Hof zu Hof gefahren, habe meine Idee vorgestellt, regionale Produkte, eine Plattform zu bieten. Hast du einen Folder dabei gehabt oder bist du einfach so hingefahren? Oder wie, also, ja, schwierig war es so ein bisschen, weil schon Corona dort war, dass ich anfänglich erstmal angerufen habe. Dann habe ich einen Kurzpitch vorbereitet. Da haben mir sehr Matthias Wysocki und Doreen Heilenblut-Peters geholfen vom Innovation Port, alles vorzubereiten. Und dann, im nächsten Schritt habe ich dann sozusagen diesen Kurzpitch, eine Kurzpräsentation dem Produzenten zugesendet. Und dann haben wir, wenn dann das Interesse da war und die Bereitschaft war, über uns sozusagen auch Produkte zu listen, bin ich dann auf die Höfe gefahren, habe mir das dort vor Ort angeschaut, geguckt, ob das auch von den Werten her passt, weil das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir möchten den Konsumenten transparent zeigen, wo kommt das Produkt her und möchten besonders kleine Betriebe unterstützen. Nicht alle sind bei uns zertifiziert nach Bio-Richtlinien, ein Großteil, aber nicht alle. Da viele Manufakturen so klein sind, dass sie einfach diesen Prozess einer Zertifizierung nicht sozusagen bereitstellen können. Genau, und dann bin ich also über den Sommer bei über 50 Produzenten gewesen. Krass. Und habe mehr oder minder Kaltakquise sozusagen gemacht. Und habe mich dann noch mal mehr in MV verliebt, das muss ich wirklich sagen. Es ist einfach so unfassbar schön hier. Kommst du aus MV eigentlich? Nein. Wo kommst du her? Ich komme eigentlich aus Ahrensburg, also zwischen Lübeck und Hamburg ganz grob. Es ist schon mal der Norden, ne? Also du bist nördlich. Und wie bist du nach Wismar gekommen? Durchs Studium. Ah ja, du hast hier was studiert? BWL. Ah ja, okay. Genau. Und dann warst du fertig oder was hast du noch im Studium die Idee geboren? Genau, während meiner Masterarbeit eigentlich. Ah, okay. Genau. Aber es war nicht deine Masterarbeit, MV Liebe. Nee, meine Masterarbeit ging auch um Digitalisierung, aber für den stationären Einzelhandel. Genau. Okay, wieder zurück zu MV Liebe. Willst du mal einen Schluck Tee trinken zwischendurch? Oder, ne? Also wir haben ja jetzt hier, kann ich ja mal ein bisschen länger ausholen und meine Frage etwas länger formulieren. Nein, also ich stelle mir das, ich kenne das ja selber, dieses Rumfahren, Kaltakquise habe ich auch mal gemacht für ein anderes Thema. Das stelle ich mir total schön vor. Und vor allem würde mich mal jetzt aber interessieren, du hast gesagt, 50 bist du angeradelt oder angefahren. Wie viele haben nachher gesagt, sie machen mit am Anfang? Waren sie skeptisch? Haben sie sich total euphorisch gesagt, ja, unbedingt brauchen wir? Oder wie war so der Mecklenburger? Also erstmal war es unheimlich spannend, so viele Familiengeschichten auch kennenzulernen. Es war unheimlich schön, wir haben so viele tolle Momente sammeln können. Also zum Beispiel haben wir einen Mostereibetrieb und einen Imker kennengelernt. Der hat dann gesagt, ja, komm vorbei, am besten zur Brotzeit, bringt ein Brot mit und einen Käse und dann setzen wir uns in die Kaminstube. Und dann hat er uns erst die Bienen gezeigt, die haben dann in dem Moment noch geschlafen. Dann hat er uns seine Tischlerei gezeigt, dann seine Mosterei und dann kamen wir ins Kaminzimmer. Dann habe ich mein selbstgemachtes Brot ausgepackt, den Käse von einem regionalen Produzenten, Apfel aufgeschnitten und dann hatten wir da unsere Brotzeit. Und das war unheimlich schön. Wir haben dann viele Diskussionen geführt und einfach genau das war das, was so unglaublich schön ist und das würden wir auch so gerne den Konsumenten erzählen, was er uns dort erzählt hat, wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter einer Flasche Saft, hinter einem Glas Honig oder auch bei anderen Produzenten, hinter einem Liter Milch das war einfach unheimlich schön. Am Anfang haben viele der größte Teil hat gehört, dass es eine super Idee ist. Ja. Wir hatten dann anfänglich ein bisschen das Henne-Ei-Problem, dass viele gesagt haben, startet erstmal und dann gucken wir mal, ob wir mit dazukommen. Ja. Dadurch möchte ich auch ganz offen sein, haben wir jetzt am Anfang unsere Region so definiert, Regionalität für uns sind alle Küstenbundesländer, also Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und MV, da wir einfach im Moment auch noch ein Stück weit das alte Land mit benötigen. Äpfel? Genau. Ja. Und merken aber jetzt, also ich kriege am Tag so ein, zwei Anrufe, manchmal sind es auch 3-4 Anrufe von Produzenten aus der Region, die gerne ihre Produkte jetzt bei uns listen wollen.
und wir jetzt schon unseren Kreis immer enger ziehen können. Ja. Und das ist einfach unheimlich schön zu sehen, dass unsere Idee von einer Alternative der Vermarktung und der Partnerschaft und des Teamworks so Anklang findet. Und ich merke, dass viele Produzenten das auch sozusagen ja, sich freuen, das in der Partnerschaft mit uns zu entwickeln. Und das ist uns auch unheimlich wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Denn gemeinsam ist man stark und ja. Ach, gemeinsam macht es ja auch einfach Spaß. Also miteinander ist ja auch bereichernd. Also Horizonte, also man kann ja ganz viel mitnehmen. Also beide Seiten, finde ich immer. Wie ist denn es eigentlich jetzt? Du hast gesagt, ihr habt 6 verschiedene Tüten. Mhm. Und die variieren ja auch immer so ein bisschen. Also habe ich das mitbekommen. Wonach entscheidet man denn zum einen, was reinkommt und zum anderen, also entweder kann ich die Tüte ja vor Ort bei euch abholen in der Lübschen Straße oder ich lasse sie zu mir kommen. Aber wie kommt denn diese Tüte, bis sie bei mir auf dem Tisch steht? Also wie kommen denn die Sachen rein in die Tüte zu mir? Genau, also bei uns kann man bis Mittwoch 21 Uhr bestellen, die Tüte, weiß ganz grob, was drin ist und dann am Donnerstag fahren wir durch die Region, holen erntefrisch die Produkte ab. Also ihr fahrt alles ab, also keiner bringt euch die Sachen, sondern ihr müsst dann am Donnerstag wirklich überall einmal... Wir haben 1-2 Produzenten, die das zu uns bringen. Weil da, wo wir dann einmal im Monat das zum Beispiel nur benötigen, wie jetzt ein Kräutersalz oder ein Sirup. Ja. Und wo dann die Fahrt zu weit ist, weil auch MV ist unheimlich groß und oder wenn wir jetzt 1-2 Produkte genaue Richtung, also von Rügen haben, dann ist das halt gut, wenn das dann halt einmal im Monat zu uns kommt. Und dann am Freitag, Vormittag packen wir die Tüten und genau, was schön ist, dass das auch dort, was in die Tüten reinkommt, entscheiden wir mehr oder minder mit den Produzenten. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt die Brotzeit haben, und normalerweise, oder wir würden gerne ein Tilsiter reinlegen. Hm. Und dann sagt der Produzent, naja, im Moment Tilsiter ist im Moment aus, wir haben aber ein Gouda mit Kräutern. Dann ist das sozusagen, dann ist das für uns völlig in Ordnung. Und dadurch diese Freiheit und ein bisschen diese Flexibilität lassen wir uns durch diese thematischen Tüten. Oder beim Salat haben wir es ähnlich. Der Konsument weiß, dass ein Salat drin ist, aber ob es Feldsalat, Rauke oder Kopfsalat ist, entscheiden wir dann zusammen mit dem Produzenten, was gerade wächst. Habt ihr ein Lager dafür? Wie macht ihr das? Genau, also wir erweitern uns jetzt und gehen jetzt im Sommer ins Agrarmuseum Dorf Mecklenburg. Ah. Ist direkt unten an der B106, ist eine alte Büttnerei. Und da können wir einziehen, haben dann 100 Quadratmeter und da können wir dann auch richtig lagern. 100 Quadratmeter. Ja. Das heißt, darf ich fragen, wie viele Tüten ihr so im Schnitt jetzt packt pro Woche? Darf man das? Ja, also wir sind jetzt relativ konstant eigentlich seit der ersten Woche bei um die 50 Tüten. Genau. Und haben jetzt seit Mai so ein bisschen unsere Marketing sozusagen oder unser Marketing ausgerollt oder sind da ein bisschen am Tüfteln, wie dass wir jetzt zum Beispiel, das ist das Schöne am Startup sein, einfach selber eine Flyer-Aktion über uns überlegt haben und sind dann also 2 Abende durch Wismar Altstadt und haben Flyer verteilt. Und das machen wir jetzt aber erst seit Mai. Hat folgende Beweggründe, dass wir sind ja im März gestartet und haben gesagt, wir wollen erstmal einen kleinen Testlauf machen. Mhm. Eigentlich war der Plan, mit Freunden und Verwandten das eigentlich zu machen. Und dann hatten wir aber einen Zeitungsartikel und dann ist es direkt ein bisschen größer geworden, als wir uns die eigentlich... Die bösen Medien. Ja, der Kunde droht mit Auftrag. Ja, cool. Und dann haben wir gedacht, also wer kann uns wirklich ein Feedback geben, was wir auch haben möchten? Das ist der wirkliche Kunde. Und haben dann sozusagen das auch direkt mit aufgenommen. Genau, haben jetzt eigentlich seit Mai sozusagen, dass wir wirklich ins Marketing reingehen. Und der andere Hintergrund ist, dass wir uns halt einmal aufstellen wollten, logistisch mit dem Produzenten zusammenfinden wollten, wie funktioniert was, die letzten 2 Monate. Wie war das so? Ja, am Anfang mit Sicherheit noch mal kurz ans Telefon ran und wir brauchen noch 5 mehr. Könnt ihr uns noch 10 Salatköpfe mehr? Und dafür muss auch der Produzent bereit sein, das Abenteuer mitzugehen. Und die wir jetzt haben,
ich glaube, die mögen das Abenteuer. Ja. Die sind unheimlich kreativ, rufen uns an, oh, wir wollen mal vegane Pralinen machen, habt ihr Bock? Ach, cool. Und das ist unheimlich schön zu sehen, dass da eine Kreativität ist. Und ja, auch dieser, dass sie sich unheimlich stark mit ihrem Produkt identifizieren, diese Leidenschaft merkt man. Und ich finde, man schmeckt sie auch und das ist das Schöne, dass wir ja versuchen wollen, gemeinsam mit den Produzenten Synergien zu bilden. Ja. Ich kann oder möchte mir keine 100 Rinder plus 50 Hühner plus Kartoffeln anbauen, alles in meinem Garten. und was viele Produzenten wiederum, ja, einfach auch dort eine Ressource ist auf der Welt gleich verteilt, das ist Zeit. Es nicht oft schaffen können, noch einen Online-Hofladen zu haben, einen Hofladen bei sich noch zu haben, mit einem breiten Sortiment, als auch noch einem Lieferservice, als auch noch mit einem Instagram-Auftritt und Marketing. Und da ist einfach schön, wenn man da sozusagen einfach Arbeitsteilung macht. Und ja, aber es ist mit Sicherheit auch für viele Produzenten mit uns ein Abenteuer gewesen, wenn man noch mal kurz anruft oder dann am Mittwoch um 22 Uhr die Mail bekommt, wir hätten gerne 20 Roggenschrotbrote und dann 10 Minuten später, halt, stopp, es sind doch 25. Ja, das ist dann schon, glaube ich, hat den einen oder anderen ins Schwitzen gebracht, inklusive mir. Total spannend, finde ich ja auch. Ich kenne das Feedback meiner Nachbarin. Schwer verliebt ihr Sohn und sie in diese Tüte. Haben auch festgestellt, dass es fast um die Ecke wo man kann sie auch abholen. Wie ist denn sonst das Feedback jetzt von den 50 Tüten-Teilnehmern, Menschen? Kriegt ihr Feedback? Ja, und so viel Positives. Es ist unglaublich. Also ich freue mich auf jeden Freitag so sehr, weil es einfach unfassbar ist, mit was für eine Kreativität auch die Kunden oder, ja, ich mag sie gar nicht Kunden nennen, sondern eigentlich sind das auch quasi eigentlich Partner, die uns wirklich so unterstützen, einen Film drehen, wie sie Unpacking-Videos machen, wie sie Kochen-Videos machen, Gerichte abfotografieren. Also wir kriegen so unglaublich schönes Feedback und es ist so toll zu sehen, dass sowohl die Produzentenseite so kreativ dabei ist, als auch die Konsumentenseite so kreativ ist und mit so viel Leidenschaft ist und dass sie genau das, was wir gerne möchten, die Vielfalt von MV und die Liebe, die wir zu MV entwickelt haben, auf den Teller zu bringen und dass das von allen Seiten auch so aufgenommen wird und geteilt wird. Und unser größter Wunsch ist jetzt noch, wenn Corona uns ein bisschen aus seinen Fesseln entlässt, dass wir Veranstaltungen machen, wo mal Produzenten und Konsumenten zusammenkommen. Ein Produzent auch aufzeigen kann, warum kostet was wie viel, wie viel Arbeit steckt hinter einigen Produkten, wie ist überhaupt so ein Hofalltag. Wir haben schon ganz viele Produzenten, die auch unheimlich große Lust haben, eine Hofführung zu machen. Und ja, also das Feedback, muss ich wirklich sagen, von unseren Kunden ist so schön und so bereichernd. Klasse. Und es macht richtig viel Spaß. Und wenn mal in Anführungsstrichen Kritik ist, dann ist das so positiv, dass sie uns helfen, unser Produkt weiterzuentwickeln. Und das ist unheimlich schön, weil das brauchen wir als Startup und da sind wir sehr, sehr dankbar. Wie geht's weiter? Du hast erzählt, Dorf Mecklenburg im Sommer. Behaltet ihr denn trotzdem in der Lübschen, wo denn eigentlich genau in der Lübschen Straße? Lübsche Straße 57. Höhe? Juwelier Bruns. Ah ja, okay. Genau. Behaltet ihr den denn erstmal oder werdet ihr den, gibt es da schon Pläne? Ja, also wir überlegen jetzt momentan, da einen kleinen Regio-Store mal sozusagen zu testen. Werden dann regionale Lebensmittel sozusagen verkaufen und werden schauen, ob das sozusagen angenommen wird und wie so ein kleiner Kaufmannsladen. Ja. Mal gucken, wie das sozusagen dann angenommen wird und wie uns das auch von der Arbeitslast her, wir es bewältigen können. Ich wollte gerade sagen, also ihr seid 4 Mann, ne, aktuell. Das ist ja auch eine ganz schöne, also ganz schön viel Arbeit für 4 Personen, wenn man sich das mal überlegt, oder?
ja, vor allem haben wir noch so viele Ideen. Ja. Wir mussten ja jetzt nur irgendwann einmal anfangen, weil wir so viele Ideen hatten und wir gesagt haben, naja, es gibt zwei Säulen, die unheimlich wichtig sind. Das sind einmal gute Produzenten und eine funktionierende Logistik. Und ja, wenn die beiden Sachen stimmen, dann können wir ganz, ganz viele Sachen machen. Ja. Und ein Kaufmannsladen oder ein Regio-Store sozusagen in der Altstadt, glaube ich, ist unheimlich schön, weil wir möchten ja gerne die regionale Vielfalt für jedermann leicht erreichbar machen. Ja. Genau, und mal schauen sozusagen, wie das dann angenommen wird. Wir haben noch weitere Pläne, wie jetzt eine MV-Liebe-Linie, also zum Beispiel, dass es wirklich dann zum Beispiel... Klamottenlinie oder? Nee, mit Produzenten, dass wir da zusammenarbeiten und dann zum Beispiel gemeinsam eine Marmelade entwickeln. Ah, ja, okay. Und da einfach so ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Also ich glaube, Ideen haben wir ganz, ganz viele und müssen jetzt mal schauen, wie wir das priorisieren. Also ja, ganz spannend, ne? Und dann, oh ja, ich habe ja auch noch so ein, zwei Wünsche, aber die erzähle ich dir dann gleich, wenn wir fertig sind. Sind noch mehr Tüten geplant? Jetzt sind 6? Ja, genau. Also jetzt die Muttertagstüte ist unheimlich gut angekommen und unsere Überlegung war jetzt, Geschenketüten sozusagen noch anzubieten, weil es war so schön, Geschenketüten auszufahren. Es haben sich alle so gefreut und es war für, glaube ich, so viele so eine Überraschung, dass dann plötzlich eine Regio-Tüte voller MV-Liebe vor der Haustür stand. Genau, Geschenketüten ist noch eine Idee. Jetzt wollen wir uns langsam rantasten in die Richtung einer Grilltüte, wenn jetzt die Grillsaison vor den Türen steht. Genau. Ach, schön. Meine letzte Frage ist ja immer, wir sind ja schon wieder fast rum in der Zeit. Ich habe ja gesagt, wir merken es Wahnsinn. Nicht. Ja, ist krass, ne? Wünsche für die Zukunft. Was wünschst du dir? Was wünschst du dem Team? Was wünscht ihr euch für MV-Liebe? Dass wir die Liebe, die wir oder die Vielfalt, die wir von MV kennengelernt haben, für jeden auf den Teller zaubern können. Vanessa, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, dass du mein Gast warst. Ja, in 4 Wochen, liebe Zuschauer, sehen wir uns wieder. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.